Gut, wir haben unser Programm getauscht. Es wird als erstes Professor Wegener seinen Vortrag halten und im Anschluss daran Professor Stoisloff. Insofern darf ich ganz herzlich Herrn Professor Wegener begrüßen. Herr Wegener ist nach seiner Forschungstätigkeit beim DLR und mehrjähriger Tätigkeit bei McKinsey bei Siemens tätig. Zunächst Leiter der Gasturbinenentwicklung und danach CTO des Bereichs Industry Solutions sowie Leiter der Vorentwicklung von Siemens Industry. Seit Februar 2016 leitet er die External Cooperation in der Siemens Corporate Technology, die letztendlich die Forschungspolitik und Förderausrichtung der Siemens AG verantwortet. Mit Professor Wegener haben wir einen ausgesprochenen Experten, was Industrie 4.0 angeht. Und ich denke, mit seinem Vortrag Simulation und digitaler Zwilling gibt es eine Grenze für autonome Systeme, werden vermutlich genau die Fragen auch adressiert werden, die wir hier dann im Nachgang in den Sessions nochmal behandeln werden können. Herr Wegener, Ihr Podium. Vielen Dank, Herr Heusinger, für die freundliche Begrüßung. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ja, das ist jetzt ein Kontrastprogramm zu dem, was Sie bisher gehört haben. Ich bin jetzt sozusagen bunter. Ich zeige Ihnen Bilder. Ich zeige Ihnen auch Beispiele aus der Industrie und möchte sozusagen Ihnen so von der technischen und Anwendungsseite das Thema auffädeln. Ich glaube, die Diskussion nachher in den Einzelgruppen, das wird sehr spannend. Und da wird es dann genau diese Fragestellung geben, die ich sehr interessant finde, dass man eben die Moral nicht delegieren kann. Das ist, glaube ich, auch ein zentraler Punkt. Ja, Sie sehen, ich habe hier zwei Rollen. Ich zeige also Bilder auf ZVI-Folien und auf Siemens-Folien. Wenn ich die ZVI-Folien zeige, tue ich das in der Rolle des Sprecherführungskreis Industrie 4.0, wo ich ein großer Agitateur bin dieser Initiative. Auf der Seite des Zentralverbands der Elektroindustrie Deutschlands und auf der anderen Seite habe ich auch eine Siemens-Rolle und da zeige ich dann Siemens-Beispiele. So, zuerst einmal, was passiert eigentlich? Wir haben eine enorme Entwicklung, eine enorme Veränderung widerfahren und widerfahren sie jeden Tag. Also klassische Fabriken, klassische Fertigung, klassische Entwicklungen, die gibt es zwar noch und zwar ganz häufig, aber es wird ganz viel innoviert und ganz viel verändert. Und hier oben sehen Sie mal, es wird Entwicklung gemacht, indem man Prototypen direkt fertigt über 3D-Drucken. Man geht also aus dem 3D-CAD-Simulationswerkzeug direkt in den Drucker und probiert das dann aus und hat Prototypen innerhalb von wenigen Stunden, Tagen. Auf jeden Fall ist das wesentlich schneller. Man probiert aus. Das, was Sie eben gesagt haben, die Fehlerkultur, das ist nicht nur ein Schlagwort, sondern das ist so, ich bin selbst Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik. Ich bin ausgebildet worden zur Qualitätsdenken, zum Perfektionsdenken. Die neue Generation von Ingenieuren und Technikern und Technikerinnen und Ingenieurinnen sind Menschen, die einfach mit diesen Werkzeugen, diesen Simulationswerkzeugen Dinge ausprobieren und auf ganz andere Lösungen kommen, viel schneller und ehrlich gesagt auch beeindruckender, was rauskommt. Hier nur zu sehen, hier oben der Hubschrauber, man kann eben sehr schnell sowas ausprobieren. Es geht aber weiter in die Fertigung, man macht ganz neue Methoden. Man probiert nicht nur mit bestehenden Materialien aus, sondern verwendet auch alternative Materialien, mixtiert das, also jetzt nicht nur Keramik, Faserverbundwerkstoffe oder Metallfaserverbundwerkstoffe, sondern auch ganz noch andere Modelle. Und dann hat man natürlich den Fall, dass man eben von der Serienfertigung in Großstückzahlen runtergeht zu einer Serienfertigung kundenspezifisch. Im Automobilbau ist das schon üblich, aber das geht noch weiter, das geht in jede Bereich hin. Und dann natürlich, Fabriken verändern sich auch, das werden eher Netzwerke von Fabrikationsanlagen. Ob das dann über marktbasierte, internetbasierte Marktplätze passiert, sei noch dahingestellt, aber das ist auf jeden Fall alles in Arbeit. So. Der
Jules Verne hat das schon sehr früh erkannt, dass man eben mit sehr überzogenen Erwartungen eigentlich auch ganz viele Dinge nach vorne treiben kann. Der Elon Musk macht das ja auch sehr anschaulich. Hier mal ein Beispiel, 56 autonomes Fahren. Fand ich cool, das Bild, kannte ich noch nicht. Bionik und Raumfahrt, Luftfahrt, das zusammenzubringen, soll uns einfach nur sagen, also wer glaubt, dass heute die Technik an der Grenze angekommen ist, weit gefehlt. Im Gegenteil, das geht so richtig erst los. Und unter der Hilfe, zur Hilfenahme der Digitalisierung gibt es da jetzt Möglichkeiten, von denen wir heute noch träumen, aber die wahrscheinlich bald doch realistischer werden. Ich möchte Ihnen in vier Teilen das Thema nahebringen. Einmal möchte ich über Digitalisierung der Wirtschaft sprechen, dann Industrie 4.0 wirkt in drei Dimensionen. Dann möchte ich Ihnen ganz viele Beispiele für Simulationen und Digital Twins geben. Und dann möchte ich die Frage beantworten, gibt es eine Grenze für autonome Systeme? Den Foliensatz bekommen Sie als PDF zugeschickt. Zuerst einmal Internet der Dinge, also Sie verbinden beliebige Maschinen und Geräte mit dem Internet. Das tun Sie in gewissen Applikationsbranchen, Industrie 4.0, Energie, Wirtschaft, Mobilität, Gesundheit, Wohnen. Gibt es natürlich noch andere Applikationsfelder. Dieser Anschluss dieser Geräte oder Maschinen ans Internet bringt erstmal gar nichts, außer dass Sie Daten da aufs Internet legen können, bringt aber industriell und wirtschaftlich gar nichts. Der Clou kommt dadurch, dass Sie im Grunde genommen diese Daten, die dann im Internet verfügbar sind, auswerten durch Software-Tools, Algorithmen, die domainspezifisch ausgeprägt sind. Und damit erzeugen Sie eine digitale Wertschöpfung. Was ganz wichtig ist, hier unten haben wir die Dinge, die anfassbare Welt, analoge Welt. Da haben Sie eine Wertschöpfung, kennen Sie alle, Stück Metall, Werkzeugmaschine, kommt ein Produkt raus. Eine analoge Wertschöpfung. Wenn Sie da jetzt Systeme, digitale Systeme, Software drauf anwenden, führt das nur zu einer Digitalisierung der analogen Welt. Es bleibt aber eine analoge Welt. Was aber neu ist und was viele nicht verstehen, ist, dass es eine digitale Ökonomie gibt. Und was ist die digitale Ökonomie? Das ist im Gegensatz zu der analogen Wirtschaft, die Sie vielleicht mit Software-Tools digitalisieren, die Welt der digitalen Ökonomie, das ist so, dass Sie eine digitale Wertschöpfung machen. Was ist eine digitale Wertschöpfung? Sie nehmen Rohdaten, die Sie aus dieser Welt, aus der physischen Welt erzeugen, durch Sensorik und Maschinen, die Sie ins Internet stellen. Diese Daten werten Sie aus mit einem Algorithmus, einem Software-Tool. Und dann machen Sie wie die Werkzeugmaschine, macht sozusagen das Software-Tool aus den Rohdaten, sprich dem Stück Metall im Analogen, eine Wertschöpfung im Digitalen. Das nennt man Smart Data, ist nur hautrechtlich, sollte man auch schützen, weil es eben das Know-how hat, dieses Algorithmus, der das tut. Und das können Sie dann im Internet vertreiben, verbreiten über Smart Services. Das ist eine andere Welt. Das ist die Digitalökonomie. Das muss man also sich klar machen. Hier unten verdient man Euros durch analoge Wertschöpfung, Stichwort Metallverarbeitung. Und oben verdient man Euros durch Auswertung von Rohdaten in Smart Data und Vertrieb über Smart Services im Internet. Das ist Digitalökonomie. Was wir jetzt noch schaffen müssen, ist, dass die sehr reglementierte Welt hier unten, nicht nur durch Normen und Standards und Gesetze, nachgezogen wird für die Digitalökonomie, weil da gibt es zurzeit noch an vielen Stellen keine Reglements oder keine Strukturen, in denen wir arbeiten müssen. Das wird jetzt nachgezogen, auch von der EU, aber da sind wir natürlich in der Reaktionsmodus. Die Digitalökonomie ist ja schon da. Da müssen Sie nur Google, Amazon und Co. fragen. Das ist schon da. Und die Industrie 4.0 ist jetzt eigentlich nur die Frage, wie mache ich eine Fabrik im diskreten Wirtschaft smart, also wie digitalisiere ich die zur Smart Factory und wie mache ich eine Prozessanlage, im Englischen Plant, zu einer digitalen Prozessanlage, Smart Plant. Das ist eigentlich die Fragestellung. Das heißt, hier mit Industrie 4.0 beschäftigen wir uns nur mit Fabriken und Prozessanlagen und mit der Frage, wie mache ich die digital. Und dann gibt es natürlich das auch noch für die ganzen anderen Applikationsfelder, die ähnlich ticken, eben nur andere Branchenanwendungen haben.
Wichtig ist für mich der Gedanke, dass Sie den Unterschied zwischen analogen Wirtschaft und Digitalökonomie verinnerlichen. So, und jetzt gibt es etwas, was viele Leute überhaupt nicht verstehen, denn die reden immer, wenn sie davon reden, von Vernetzung. Ja, Vernetzung ist ein ganz großes Thema und Internet ist eine Triggertechnologie, ein Enabler für das Ganze. Ohne Internet müssten wir uns gar nicht damit beschäftigen. Dann würde es keine Digitalökonomie geben. Aber was viele völlig verkennen ist, dass es noch etwas anderes gibt, nämlich die Simulation. Also hier sehen Sie mal ein Stück aus einer Automobilfabrik. Karosserie, das ist das Produkt, was mein Auto werden soll. Das Auto ist irgendwann mal hier bei Smart Mobility in der Mobilitäts- im Applikationsfeld, weil es ein Auto ist, ein Fahrzeug. Aber hier reden wir über das Auto in der Fertigung und das haben wir ein Stück rausgeschnitten. Vier Schweißroboter schweißen auf so einer Karosserie rum. Das ist die reale, anfassbare Produktionseinrichtung, die vielleicht jeder schon mal gesehen hat in der Fabrik. Rechts daneben dasselbe in einem blauen Würfel symbolisiert, dass es eine digitale Abbildung ist, eine Simulation der linken Seite. Und diese Kombination von real und virtuell nennt man digitaler Zwilling oder Digital Twin. Und warum macht man das? Ganz einfach. Die physische Produktionseinrichtung, die zu ingenieren, zu bauen, auszuprobieren, ist aufwendig, zeitaufwendig, kostenaufwendig und komplex. Im digitalen Modell das zu tun, geht schneller, ist billiger und man kann viel schneller was ausprobieren und feststellen, das mache ich gar nicht, das funktioniert nicht, also mache ich eine andere Variante. Und die Randbedingungen, die jetzt rechts mal ansatzweise aufgeführt sind, das sind nur Dinge, die Sie als Ingenieur oder Anwender jeden Tag berücksichtigen müssen. Marktanforderungen oder Anforderungen aus Normen, aus Kundenanforderungen oder aus sonstigen Anforderungen. Ups. So, und wenn Sie jetzt diesen digitalen Zwilling auf die Wertschöpfungskette legen, dann haben Sie eine digitale Digital Twin Wertschöpfungskette. Sie haben also nicht eine Wertschöpfungskette, die orange, die zur physischen Produktionseinrichtung passt, sondern Sie haben eine zweite, nämlich die im Rechner, die die virtuelle Wertschöpfungskette darstellt. Und das ist genau der relevante Punkt. So, und wenn Sie das jetzt in die Wirklichkeit setzt, dann kommen wir auf die Vision Industrie 4.0. Sie sehen also hier die Karosserie im CAD-Modell, im Design, dann die Simulation dazu. Da machen Sie dann die Simulation, ob die Karosserie hält, ob die Anforderungen genügt. Dann überlegen Sie sich, wie wollen Sie die Karosserie fertigen. Dann kommen Sie auf die Schweißroboter. Hier sind jetzt mal 6 gewählt. Das ist auch noch im Rechner. Das überlegen Sie sich. Und dann machen Sie eine Simulation von dieser im Rechner befindlichen Produktionseinrichtung. Und zur Orientierung, in diese Richtung ist die virtuelle Welt, hier ist die reale Welt. Das sehen Sie daran, dass die Dächer blau sind, hier ist es schon real. Denn nachdem Sie sich überlegt haben, wie Sie das Engineering machen, dann kommen Sie in die wirkliche Fabrik. Und jetzt passiert Folgendes. Industrie 4.0, das ist ja eine Vision und wo führt das hin? Sie kommen einerseits dazu, wer hat von Ihnen einen PC zu Hause? Wer hat einen Drucker? Und ich sag mal, wenn Sie in, ich sag mal, Schleichwerbung, Mediamarkt gehen, kaufen Sie einen Drucker, gehen nach Hause, nehmen den aus der Verpackung raus und das Handbuch ist zwar da drin, das gucken Sie aber gar nicht an, Sie schließen es an, Strom, LAN-Kabel oder Wireless LAN und dann geht's los und es funktioniert sofort. Plug and play. In der Industrie, also in der B2C-Welt, Business to Commercial, ist es gang und gäbe. In der industriellen Welt, also in der Fabrikautomatisierung, ist das weit entfernt davon. Also hier geht es darum, dass Sie selbst konfigurierende Komponenten machen, also Roboter und sonstige Geräte in dem Shopfloor, in der Maschinenebene. Und das ist dann Plug and Produce. Da sind wir noch weit entfernt von, aber die Industrie 4.0-Initiative geht genau in diese Richtung, das konkretisieren. Und wenn Sie das dann hätten, dann kommen Sie auf die Welt, wo Sie dann in der Produktion Folgendes machen können. Nur zwei Beispiele, warum das so zielorientiert ist und warum das so wichtig ist, das zu machen. Das eine ist Selbstoptimierung, da haben Sie Sollwerte. Wo kriegen Sie den Sollwert her? Der Kaufmann kennt das, das ist ein Plan. Und dann ist der Istwert, wie es dann wirklich ausgegeben wird, das Geld. In der Technik wäre es so, der Sollwert kommt durch die Simulation. Sie rechnen
im Prognosemodus aus, was würde denn im nächsten Zeitschritt passieren. Und der Ist-Wert, den holen Sie sich aus der Sensorik, aus der realen Maschine, dann vergleichen Sie das und dann können Sie ingenieurtechnisch Optimierungskriterien anwenden, beliebig kompliziert, Durchlaufzeit, Qualitätsspalte oder was weiß ich, was Sie da optimieren wollen. Oder eine Linearkombination von dem. Und dann kommen Sie dazu, dass Sie diese Sachen optimieren können durch Algorithmen. Automatisch. Perfekt. Der Traum eines Ingenieurs oder einer Ingenieurin. Dann kommt ein anderer Punkt, Selbstheilung. Heute ist es so, dass eine Automobilfabrik, wenn ein Roboter ausfällt, durchaus mal ein paar Tage steht und wenn sie im Ausland sind, sogar ein paar Wochen, bis der Servicetechniker der speziellen Roboterfirma dahin kommt und das Problem löst, wenn es denn überhaupt daran lag. Mit dieser Industrie 4.0-Vision geht es so, Sie haben ja ein Prognosemodell, Sie haben ein Abbild von diesem Roboter, von der ganzen Technik und die vier Roboter, der eine sieht, aha, meine Schweißzange macht Probleme, über Preventive Maintenance sieht er das, also in Anführungsstrichen sieht er es, er weiß das. Und dann sagt er, liebe Kollegen, die drei anderen Roboterkollegen, nehmt mich mal raus, dann halten die an. Dann nimmt der eine Roboter sich räumlich raus und die anderen drei rekonfigurieren sich, so dass sie den Job des vierten übernehmen. Und dann fahren sie nach kurzer Wiederanlauf, alles bei laufendem Betrieb, fahren sie wieder hoch mit 3 durch 4, 75% der Durchlauffähigkeit. Das ist natürlich wesentlich besser als Stillstand und warten, bis der Servicetechniker da ist. Das ist ein enormer Produktivitätshebel. Und das ist auch einer der Ziele. Gut, dass Sie viele Daten daraus ziehen können und die auswerten können, ist auch klar. Da ist das Wichtige, dass die Kaufleute verstehen und die Betriebswirte, dass man nur Daten auswertet ohne Ahnung, das macht keinen Sinn. Man muss immer schon was verstehen von der Domäne, in der man sich befindet. Also blind auf Daten zu schießen, macht keinen Sinn. Man muss immer eine Hypothese haben, wie denn die Daten abhängig. Und da fragt man am besten die Leute, die die Maschinen bedienen. Die haben meistens domänenspezifisches Know-how und können die wesentlichen Parameter nennen. Vernetzung ist aber trotzdem richtig. Das ist die Industrie 4.0-Wolke, soll sagen, die Mutterfabrik, Zulieferfabriken, Logistikpartner. Das soll symbolisieren das vernetzte Produktionsnetzwerk, symbolhaft. Und das geht natürlich weiter in die ganze Vernetzung aller anderen Dinge. Gewerbeimmobilien, Kraftwerke, Autos, Fahrräder, Tankstellen, Menschen. Manche möchten sich ja auch mit Sensorik versehen, machen das ja durch so Gadgets oder manche ganz extrem, dass sie sich einen Virtual Reality Sensor ins Auge implementieren lassen, gibt es der Fantasie keine Grenzen. Das wird alles kommen, ist schon da, wird aber noch viel mehr. Wer glaubt, dass man das stoppen kann, der irrt. Das ist da, es wird nur mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Ethik entwickeln, wie wir damit umgehen. So, jetzt geht das konkreter. Wie wirkt das? Die Industrie 4.0 hat drei Aspekte. Digitalisierung der Wertschöpfungskette, denken Sie bitte an die Wertschöpfungskette mit den 5 Schritten. Da reden wir über die Smart Factories und Smart Plants. Dann haben wir Digitalisierung der Produkte, da reden wir über Smart Products, was im Grunde der Digital Twin ist. Und das ist die analoge Wirtschaft, die Sie digitalisieren durch Zuhilfenahme von Software. Und dann kommt die Digitalökonomie auf Basis von Smart Services. Und was ist das? Sie führen neue Geschäftsmodelle ein aufgrund von Datenauswertediensten, die sie vertreiben und gründen damit eine neue Ökonomie. Eins und zwei ist das, was die Deutschen und auch die Europäer sehr gut können. Wir sind Weltmarktführer in vielen Dingen, sind stark, super, fertigungsorientierte Wirtschaft, hohe Exportquote, super. Da sind wir stark und wenn wir das digitalisieren, hilft es uns noch effizienter, noch effektiver die Produkte zu entwickeln und zu fertigen und auch an unsere Kunden zu bringen. Aber das hilft uns leider nicht, den Kampf auf dem Weltmarkt zu gewinnen, denn der Kampf ist nicht unten bei 1 und 2, sondern der ist leider in der Digitalökonomie, das heißt in dem Kampf um die Hoheit in der Digitalökonomie. Und da sind wir leider im Hintertreffen und die Industrie 4.0-Initiative soll genau das tun, dass wir da die Aufholjagd machen. Beispiele. Siemens hat ein Digital Enterprise Portfolio, wo man genau diese Wertschöpfungskette digitalisieren kann in der diskreten Industrie oder in der Prozessindustrie. Was ist das eigentlich? Das ist also ein Software-Tool, was entlang des der Wertschöpfungskette ist. Die bindet die ganzen Lieferanten an. Das ist ja nicht einer, das sind ja Hunderte. Und es bildet dann
Software-Tools ab im CAD, CRM-Bereich, in der Simulation geht rüber und Sie sehen hier, das ist alles noch Software, alles virtuell und hier auf einmal ist ein Roboter der Firma ABB, der ist real. Da ist dann die Simulation im Prognosemodus und das geht dann weiter bis in die Montage. Und was ganz wichtig ist, dass man die reale und virtuelle Welt verschmilzt und dann eben einen Rückfluss hat an Daten aus der realen Welt in die virtuelle, um das wieder zu optimieren. Abstrakt ist es so, dass Sie die PLM-Welt, also Software im Bereich CAD, CX, das ist diese Welt, verschneiden Sie mit der Welt der Runtime-Software, also wo Controller, Steuerungssoftware ist, das Ganze mit Simulation und Validierung. Und das müssen Sie natürlich weltweit machen, in einem Netzwerk von Noten, von Rechnern der Firma, die das anwendet, mit Zulieferern, die dann da eingedockt werden müssen. Das ist nicht ganz trivial. Und Sie kriegen dann hin, dass Sie Produktentwicklung und Fertigung und Produktionsprozessengineering in einem Loop versehen können. Und das ist, da ist eigentlich die Musik drin. Das ist aber nicht Stand der Technik überall, sondern das haben einige wenige Firmen schon implementiert. Und das ist jetzt der Investitionsmodus der nächsten 2 Jahrzehnte, wo Firmen investieren, genau das zu tun. So, Beispiel Simulation, aus der Simulation ins Engineering-Welt, direkt auf die Maschinenebene, in die Roboterwelt. Das ist die Zukunft, wo das viel schneller geht. Anderes Beispiel, wenn Sie Skifahren und vielleicht ein neues Knie brauchen, dann gehen Sie auch über CAD rein, 3D-Druck und dann wird es implementiert in der Klinik. Das ist heute schon Stand der Technik. Haben wir als Showcase vorgestellt auf der Hannover Messe 2017. Smart Products, ja, das ist ein Digital Twin. Reale Maschine mit einer Siemens-Steuerung drin, Sinumerik. Das ist die virtuelle Sinumerik, also eine voll adäquate Steuerung, die aber virtuell läuft. Das ist sozusagen die Software, die Embedded-Software mit als Emulation. Und das Entscheidende ist, dass dieser Operator, der sonst die Maschine bedient, jetzt die Maschine laufen kann, die ist produktiv, die produziert und ist also erzeugt, arbeitet Deckungsbeiträge. Und dieser Digital Twin ist auf dem Laptop, neben der Maschine, im Pausenraum, im Homeoffice oder wo auch immer. Und der Operator kann dann diese Maschine programmieren für die nächsten Jobs. Und wenn er dann das auf die Maschine spielt, über LAN oder Wireless LAN, dann kann er die nächste Maschine fast nahtlos in den nächsten Job überleiten. Und das spart Rüstzeiten, das spart auch Ausfallzeiten. Und das führt dazu, dass in dem Falle man etwa 10% Produktivitätssteigerung hat, weil man eben 80% der Rüstzeiten spart. Dieses System des Digital Twin können Sie natürlich auf alles anwenden. Also Simulation ist hier das Stichwort. So, letzter Punkt, Smart Services. Es geht darum, beliebige Komponenten und Geräte aus der realen Welt anzuschließen. Siemens hat sich entschlossen, eine cloud-basierte Internetplattform, Internet of Things Plattform anzubieten, MindSphere, mit dem Ziel, eben alles Beliebige anschließen zu können. Nicht nur Siemens-Produkte, sondern auch Produkte von Wettbewerbern. Und Sie sehen hier andeutungsweise, das ist eben auch, weil man die Simulationen anschließen kann, sprich die Digital Twins. Und das Ganze bietet die Möglichkeit, dass man eben Smart Data, also Auswertung von Rohdaten aus der Maschinenebene, auswerten kann mit Apps von Siemens, mit Apps, die man selbst schreibt, mit Apps von Dritten oder von jemandem, den man bittet, das zu tun. Und damit kann man auswerten und damit kann man die digitale Ökonomie gestalten. Das macht man nicht alleine, das macht man am besten in einem großen Verbund. Hier nur ein paar Beispiele von Firmen, mit denen wir das zusammen tun. Beispiel Trumpf, namhafter Maschinenhersteller, der nutzt das, um zum Beispiel Preventive Maintenance seiner ganzen Flotte weltweit zu betreiben. So, jetzt können Sie sich zurücklehnen. Jetzt wird es nur schön und bunt, weil ich Ihnen mal Beispiele für Digital Twin zeige. Eine Simulation, was ist das? Nochmal eine Definition, haben wir jetzt aber schon gehabt, deswegen überspringe ich das. Digital Twin, auch nochmal eine Definition, eigentlich sehr anschaulich, anhand der hübschen Dame. Jetzt, wie geht das? Früher haben wir so gemacht, dass wir die Dinge simuliert haben mit verschiedenen Tools.
Computer Fluid Dynamics, 3D-Simulation und Test-Modelings und 1D-Simulationen und Kontrollsimulationen und dergleichen. Das ist natürlich alles Stückwerk. Das wird besser. Das integriert man und führt das in ein System, das zusammenwirkt. Und dann kann man auf einmal so eine Raddämpfer-Radaufhängungskombination nicht nur rechnen, sondern auch simulieren und virtuell testen. Dass man das schneller kann, dass das billiger ist, dass es effektiver ist, dass es umfänglicher ist, das muss ich Ihnen nicht erklären. Das ist die Welt der Zukunft. So, und das geht dann so, dass man aus den Requirements des Produkts und der Performance eben diese digitalen Mockups macht, die dann ingeniert und testet und dann sozusagen auch über den Digital Twin sich erzeugt, der das alles abbildet. Also nicht nur elektrisch, sondern nicht nur mechanisch, sondern hydraulisch und thermisch und thermodynamisch und was weiß ich, was man da akustisch auch noch eine wichtige Komponente. So, und jetzt zeige ich Ihnen einfach mal einfach nur ein paar Bilder, was es da alles gibt. Sie sehen hier ein Fahrwerk, allein das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Oder hier ein Flügel oder hier ein Luftansaugsystem von Hubschraubertriebwerk. Triebwerkinnereien, ein Kampfflugzeug, hier eine Karosserie, die ein bisschen gequetscht worden ist. Hier ein Ring einer Eintrittsbrennkammer. So, und jetzt geht es einmal Aircraft. Jedes für sich ist eine komplexe Simulation. Flügel, Biegung, Aeroelastik, Flugzeug, Triebwerk, verschiedene Dinge. Ob das jetzt eine Hydraulikleitung ist, wo man die Vibrationen testen will, oder eine Turbinenlaufschaufel, ob man hier eine verstellbare Verdichterschaufel brechen will oder hier ein Rotorkombination. Das sind alles Sachen, die man heute machen kann. Das ist keine Frage mehr, dass man das kann. Es ist nur eine Frage, wie viel Zeit und Geld man investiert. Aber vieles ist da schon sehr möglich. So, und das jetzt im Bereich Satelliten und Raumfahrzeuge kann man auch alles Mögliche testen. Selbst Antennen und deren Wirkung. Dann im Bereich Automotive hatte ich ja schon ein Beispiel gebracht, aber eben hier die ganzen Systeme, die ineinander wirken. Also ein Auto, was auf einer Straße fährt, linke Radreihe ist auf Eis, rechts ist Schotter, sowas kann man alles testen, macht man. Oder die Verhältnisse in der Bremse, im Bremszylinder unter verschiedenen Bremsszenarien, kann man alles ausprobieren. Wenn Sie heute ein Auto kaufen, im Bereich der Mittelklasse, dann haben Sie häufig das Gefühl, wenn Sie die Tür zuschlagen, dass das sich so anhört wie bei einer Premium-Klasse. Glauben Sie mal nicht, dass das Scharnier, wenn Sie es mechanisch angucken, dieselbe Konstruktion hat wie in der Premium-Klasse. Wenn Sie mal genau hingucken, sehen Sie, die klingt nur so. Und das ist akustische Simulation. Und die wirkt etwa 20 Mal. Also man hört eben nur beim Verkaufsgespräch drauf, danach hört man nicht mehr drauf. Das ist auch die Erfahrung der Psychologen. Windturbinen kann man auch hinlänglich rechnen. Hier im Bereich des Planetengetriebes gibt es einige Themen, die man genauer verstehen will. Sie sehen, das sind jetzt nur Beispiele, da kann man alles machen. So, dann noch hier im Bereich der Fertigung, da sehen Sie auch, da kann man einmal so Maschinenbau machen, dass man das vorher schon testet, die Maschine, ohne sie hier gebaut zu haben. Oder zum Beispiel so eine Frage, dass man einen Koffer Transportband macht und das dann eine Kurve fahren lässt und dann die Drehzahl erhöht und dann trotzdem genau weiß, wann der Koffer runterrutscht aufgrund von Reibkräften und Reibkoeffizienten. Das ist schon toll, dass man das alles kann. Genauso gut, wie man eben Strukturkomponenten, die miteinander wirken, verrechnen kann. Das geht alles. Hier oben auch noch eine Maschine. Also das ist schon toll und das Faszinierende ist, es geht relativ schnell, wenn man die Tools hat. Das ist natürlich, muss man natürlich Leute haben, die das auch bedienen können. Und die Tools muss man haben, wobei da jetzt zum Beispiel bei Siemens die Mindsphere die Möglichkeit bietet, dass man das auch Pay-Per-Use
mieten kann. Man muss ja nicht die Software kaufen, sondern man nimmt sie nur dann, wenn man sie braucht. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir diese Plattform eingeführt haben. So, und jetzt komme ich auf die eigentliche Frage und die hat dann den Bezug zu dem Vortrag des Vorredners. Gibt es eine Grenze für autonome Systeme? Ich habe da mal bei Frau Jeschke mal geguckt, die hatte da schon einen Vortrag gehalten im letzten Jahr. Also einmal ist es das Thema, dass wir die cyberphysischen Systeme, also die Digital Twins, die haben wir, die wachsen dann zusammen mit dieser Internet of Things Welt. Das ist also ein offenes System, nicht beherrschbar. Das ist ein geschlossenes System, eher beherrschbar aus technischer Sicht. Das wächst zusammen. Naja, und wie bringt man jetzt den Menschen da rein und wie soll der da interagieren? Da kommen wir genau auf die Fragestellung, die mein Vorredner schon angesprochen hat. Und ein ganz konkreter Punkt ist halt, wenn man jetzt auf einmal einen Menschen in der Fertigung mit einem Roboter zusammenbringt. Sie wissen das, normalerweise ist der Roboter von einem Gitter umgeben, das sagt die Maschinenrichtlinie. Aber man ist eben schon dabei, dass man die Kollaboration von Mensch und Roboter macht, diese Cobots. Und das ist eben Weg, das kommt, aber das ist vieles zu berücksichtigen. Und deswegen muss man auch sehr viel dort drüber nachdenken, wie das geht, unter Berücksichtigung von Maschinenrichtlinie, von Produktsicherheitsgesetz, von Safety- und Security-Anforderungen. Man möchte ja nicht, dass durch einen Hackerangriff auf einmal ein Mensch zu Schaden kommt, nur weil er in der Nähe eines Cobots ist. Das ist also nicht trivial. So, und jetzt abstrahiere ich das Ganze mal. Also, die Simulation hilft uns, mit zunehmendem Aufwand der Simulation eigentlich an das reale Produkt nachzukommen. Also wenn man das unendlich treibt, das Spiel, dann hat man also sozusagen ein virtuelles Abbild, was identisch ist mit dem realen Produkt von den Fähigkeiten. Das tut man natürlich nicht, weil ingenieurtechnisch hört man irgendwann auf, weil es dann zu teuer und zu aufwendig wird. Deswegen ist es auch nicht asymptotisch angenähert worden, weil man das irgendwie aufhört. So, der nächste Aspekt ist Autonomie. Ich habe das mal holzschnittsartig gemacht. Je komplexer ein System ist, desto mehr Randbedingungen braucht man, um das zu beschreiben. Und wenn man ein autonomes System hat und man hinreichend erreichen will, dass das System sozusagen sicher ist und man das handhaben kann und das auch noch beherrschbar ist, dann braucht man eben auch mehr Randbedingungen. Deswegen kann man also folgende Korrelation eigentlich intuitiv aufstellen. Je mehr man den Autonomiegrad erhöhen will, desto mehr Randbedingungen braucht man. Ich tendiere, also die lineare Kurve ist eine schlechte Intuition. Es ist eigentlich eher so, dass es die blaue ist, die dann asymptotisch zu einem vollautonomen System führt. Das vollautonome hätte dann oben eine Parallele zur X-Achse und die blaue nähert sich dann asymptotisch ab. So ist meine Hypothese dazu. Und jetzt kommt eigentlich eine Sache, und da war ich eigentlich ganz froh, dass ich dieses Bild mir überlegt habe. Und das ist das, was ich zur Diskussion stelle bei der Frage, gibt es einen Grad der Autonomie? Also bei einem beliebigen Mensch-Maschine-System, und wenn man hier mal wieder den Grad der Autonomie aufreicht, ist es ja so, dann hat man irgendwo hier die vollständige Autonomie. Und wenn man jetzt sagt, der Entscheidungsaufwand, den der Mensch hat, wenn der also keine Systemunterstützung hat, dann hat die einen Wert. Und je mehr er ein System zur Hilfe nimmt, desto weniger wird der Entscheidungsaufwand des Menschen. Und wenn man eine Maschine hat, dann ist es entsprechend andersrum. Wenn man das System hat, je mehr man in die Autonomie geht, desto höher ist der Aufwand ich habe es mal IT-System genannt. Wenn man jetzt ingenieurtechnisch rangeht, will man ja eine Mensch-Maschine-Kombination haben. Und das ist auch die von mir favorisierte und empfohlene Kombination. Nie Maschinen ganz alleine, weil das ist meines Erachtens nicht zielführend. Deswegen, die Moral ist nicht delegierbar. Das hat mich eigentlich sehr gefreut, dass Sie es gesagt haben, weil das ist genau meine Hypothese, dass der Mensch immer eine Rolle spielt, dass man nie sich eine Technik oder ein System vorstellen kann, was ohne Mensch agiert. Deswegen habe ich den Menschen also sozusagen als zweite Bedingung angesetzt. Also Mensch, Maschine. Und dann ist es so, dass man dann eigentlich, egal wie die Kurven laufen, die schneiden sich irgendwann. Und dann gibt es genau hier eigentlich den
optimalen Entscheidungsaufwand. Und damit gibt es auch einen optimalen Autonomiegrad. Und der ist jetzt Use-Case-abhängig. Also jeder Fall ist da anders. Also der eine ist vielleicht so, der andere ist dann, dass die Kurven dann vielleicht so liegen, dass hier das Optimum liegt, bei dem anderen hier. Kann man beliebig darüber philosophieren, den Grad und die Steigung der Kurven und so weiter. Aber vom Prinzip her ist das das Konzept, wo ich behaupte, ja, ein Mensch-Maschine-System hat bei der Handhabung immer einen optimalen Grad der Autonomie. Und das lädt uns Ingenieure, ich verallgemeine das mal, ein, auch diesen optimalen Grad zu finden und zu bespielen. Das heißt, ich bin kein Freund der vollständigen Autonomie, sondern ich sage, in Abhängigkeit der Randbedingungen, die wir setzen als Mensch, gesellschaftlich, rechtlich etc., setzen wir und können dann eigentlich unter Berücksichtigung der Lehre das optimieren. Und das heißt, die Frage, gibt es eine Grenze für autonome Systeme, die beantworte ich, jein. Es gibt für jedes Mensch-Maschine-System einen optimalen Grad der Autonomie und freue mich auf die Diskussion in der näheren Gruppe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Wegner, ganz herzlichen Dank für diesen wirklich kurzweiligen Vortrag. Ich sehe auch hier schon die erste Frage. Eine Sekunde, Sie kriegen gerade ein Mikrofon. Ja, mein Name ist Steck von der TU Darmstadt. Ich habe zwei Fragen. Erstens, Industrie 4.0 ist ja ein Maschinenbauthema. Also ZVI, Bitkom und VDMA haben sich das ausgedacht, ganz ist eine Weile her. Jetzt hat die Chemie ein bisschen früher angefangen mit der Automatisierung. Wie definiert sich denn der digitale Zwilling im Bereich der Prozessindustrie? Und die zweite Frage nach dem Detaillierungsgrad der Simulation. Das ist ja ein abendfüllendes Thema. Es ist immer die Frage, was simuliere ich eigentlich? Ist es eine Animation? Habe ich Logistikprozesse? Ist da eine physikalische Engine dazwischen? Wird da ja, direkt physikalisch modelliert? Da gibt es ja Grenzen. Man wird gewisse Dinge wird man mit verschiedenen Domänen simulieren. Wie definiert sich da, ja, wie definieren sich die Domänen jetzt mal mitbezogen auf die Leute, die da vor der Workstation sitzen? Und wie geht man mit Medienbrüchen um? Also nach meinem Verständnis ist das, denke ich mal, eins der großen Probleme bei der ganzen Simulation, dass die Systemkompetenz sich einfach dahingehend definiert, dass man weiß, ab wann man da Bockmist simuliert. Und irgendwie wird der Teufel das Weihwasser Medienbrüche vermeidet. Jetzt haben Sie ein ganzes Bündel von Fragen gestellt. Jetzt versuche ich, die mal zu clustern. Die erste Cluster mit der Prozessindustrie, komme ich gleich drauf, erst das zweite. Simulation, Sie hatten ein ganzes Bündel, also eine ganze Liste von Anwendungsfällen gesagt. Alle die sind vom Prinzip her möglich. Die Frage ist, simulieren tut man nicht man hat immer einen Grund dazu. Man möchte etwas einfacher gestalten, man simuliert, um sozusagen schneller zum Ziel zu kommen und das auch sozusagen schneller, effizienter, effektiver zu werden. Und von daher, es gibt für alles Tools und Software, noch nicht für beliebig alle Fälle, aber vom Grundsatz. Und die Frage der Güte, also Sie können jedes Modell verbessern. Ich habe selbst mal 3D-Navier-Stokes-Simulation gemacht für Strömungen, habe die experimentell untersucht und auch sozusagen numerisch. Also wenn Sie die Physik richtig modelliert haben, kriegen Sie auch ein relativ gutes Abbild in der Simulation von dem, was Sie machen. Aber das ist nicht so, dass Sie sagen können, die Simulation ist immer gut. Man muss also immer ein gewisses physikalisches, chemisches Verständnis haben von den Dingen, damit man es auch bewerten kann, dass man qualifizieren kann, ob die Simulation auch gut ist. Aber vom Prinzip her bilden die Tools Möglichkeiten, schneller zum Ziel zu kommen. Und da sage ich mal, in beliebigen Dimensionen, da kann man sich alles vorstellen. Und da ist also aus meiner Sicht erstmal keine Grenze gegeben. Und dadurch, dass die Software billiger wird, dass die Computer leistungsfähiger werden, wird es auch dazu führen, dass man immer mehr simuliert und Leute, die gar nicht mehr so viel von der Sache verstehen, trotzdem simulieren können. Das ist, Sie schütteln den Kopf, aber das ist genau das Thema. Ich habe Leute gesehen, die im agilen Engineering Dinge angewendet haben und zu guten Lösungen gekommen sind, obwohl sie vielleicht nicht der Fachmann für Konstruktion sind. Also man muss auch akzeptieren, dass Leute anders vorgehen und trotzdem zu guten Ergebnissen kommen.
Also Simulation ja, hat aber Grenzen. Aber wenn man, solange man im Bereich der physikalisch-chemischen sonstigen Grenzen bleibt, ist es zielführend. Jetzt zu Ihrer ersten Frage, die ist schwieriger. Also man muss einmal sehen, die Prozessindustrie hat ja einmal, das Produkt ist sozusagen ein Molekül oder ein Atom, was in irgendeiner Weise Handgabe ist. Da gibt es auch Simulationen, die haben wir jetzt bei Siemens nicht. Und da beschäftigen wir uns auch nicht mit. Wir beschäftigen uns mit der Automatisierung der Prozesskette und mit der Digitalisierung der Wertschöpfungskette, also sprich mit dem Engineering der Anlage, mit der Automatisierung der Anlage, mit der Optimierung der Anlage im Betrieb. Und da kann man schon sehr viel machen, gehen aber nicht auf die Molekülebene und simulieren die. Da gibt es aber auch Software. Es gibt Software, wo man Moleküle sozusagen konstruieren kann oder Wirkungen von Molekülkonstruktionen und sozusagen herausfinden kann, ist aber nicht Bestandteil unserer Sache. Ja, ganz herzlichen Dank. Da ich Ihnen die Nachmittagssession nicht kaputt machen will und noch genügend Fragen dann haben möchte, dann werden wir das auf die Nachmittagssession vertagen, den Rest. Gut, ganz herzlichen Dank nochmal.